großer Bild. Ich bin an einem Mannsbild und bin an einer Frau vorbei. Das ist aber ein großer Bild. Keine Ahnung. Wilde Hosen. Das ist nordisch. Hasenwild, also sehr aufbrausend, ja, actionreich. Ungestüm und so wild und so halt wie ihr junge Leute seid. Hoserwild, übersetzen könnte man es mit Hasenwild, ist in der Datenbank des Fränkischen Wörterbuchs vor allem im Großraum Nürnberg-Erlangen belegt und nur vereinzelt in Oberfranken. Tierbezeichnungen wie Hase dienen häufig dazu, Adjektive, also Eigenschaftswörter, zu steigen, zum Beispiel hundemüde, saugut, mäuschenstill. Hoserwild ist also eine Steigerung von wild. Es bedeutet wütend, aufgeregt, außer sich sein. Eine Schwabacherin schreibt, wenn der mich noch länger ärgert, dann werde ich hoserwild. In Ittelshofen im Landkreis Nürnberger Land kommentierte man hoserwild mit ich rege mich mächtig auf. In Lauf an der Pegnitz bedeutet es sehr lebendig, sehr flink. In Neuendettelsau bedeutet es verrückt in jeder Beziehung und unter anderem auch in Bezug auf Frauen. Noddeln, das ist mein Kinderwagen, wenn man hier und her schiebt. Weiß ich nicht. Irgendwo was hin und her bewegen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nein. So, trinken von der Flasche irgendwie so ein Noddeln. Oha, keine Ahnung. Nudeln? Noddeln ist kein fränkisches Wort. Noddeln gehört zu den Wörtern, die schon seit der althochdeutschen Zeit, also seit dem 8. Jahrhundert im Deutschen belegt sind, die aber in der Mündlichkeit verblieben sind. Das heißt, die haben keinen Eingang in die moderne Schriftsprache gefunden. Man findet Noddeln daher nicht in Rechtschreibwörterbüchern wie dem Duden, aber in den Mundartwörterbüchern findet man diese Wörter durchaus. Noddeln meint wackeln oder rütteln. Eugen Berthold schreibt im Fürther Wörterbuch, noddel doch nicht immer mit dem Stuhl rum, das geht mir auf die Nerven. Also wackel nicht immer auf dem Stuhl herum, das geht mir auf die Nerven. In Franken wird es vor allem verwendet, wenn man einen Kinderwagen rüttelt, um das darin liegende Kind in den Schlaf zu schaukeln, zum Beispiel in Zirndorf, den Kinderwohn noddeln. Ein Schwadden? Nee, eigentlich normal ist Schwadden vom Schwein die Schwadden, aber ansonsten ein blödes Schwadden. Schwadden, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Schwadden ist vom Schwein? Weiß ich nicht. Das ist eine, die, wo, sagen wir mal, nicht so ähnlich ist oder fies ist oder schlecht ist. Ein Schwadden. Schwadden, ist das die Schwarte? Nee. Ein Schwadden bezeichnet ja eigentlich eine dicke, derbe Haut, besonders die Haut vom Schwein. Aber in salopper Sprache und auch im Dialekt bedeutet Schwadden auch die Haut des Menschen. In Leutershausen im Landkreis Ansbach ist eine Person, die durch nichts zu beeindrucken ist, also die hat ein dicker Schwadden, also die hat eine dicke Schwarte. Eine Schwarte hat aber auch noch andere Bedeutungen. Es kann ein Rindenbrett sein, also das erste oder das letzte Brett, das von einem Stamm geschnitten wird. Es kann aber auch die Rinde an einem Stück Holz sein und es kann auch ein Buch sein, also meistens ein dickes Buch. Kann man in Nürnberg seine Zechschuld nicht bezahlen, dann macht man ein Schwadden beim Wirt.
In Rostal im Landkreis Fürth lässt man ein Schwatten O schreiben, also eine Schwatte anschreiben. Eine böse Frau ist in Neustadt-Aisch ein alter Schwatten. Und in Penzendorf ist ein erbeißer Schwatten, also eine böse Schwatte, eine ständig schimpfende Frau. Und in Großgescheid ein freches Mädchen. Die Schipf ist der, die Holzschipf, wo man sein Holz reintut. Schipfen oder zu arbeiten oder? Weiß ich auch nicht. Schipf. Und das nächste? Weiß ich auch nicht. Das ist ein Heuschober, Stodel, Scheune. Ist das so ein Schöppel am Kopf? Schipf ist in einigen Orten im Nürnberger Land, zum Beispiel in Schneitach und Hüttenbach, sowie im östlichen Oberfranken, eine Kurzform von Schipffleisch, einer Bezeichnung für Kesselfleisch. Schipfen oder auch Schüpfen bedeutet in heißem Wasser brühen und ist in dieser Bedeutung auch schon bei Hans Sachs belegt. In allen anderen Teilen Mittelfrankens ist Schipf ein seitlich angebauter kleiner Schuppen. Das ist ein Schipf, sagt man in Spalt zu so einem kleinen Schuppen. Schipf ist eine dialektale Variante des Wortes Schupfen, einer nach Duden vor allem in Bayern und in Österreich verwendeten Bezeichnung für einen Schuppen. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, noch nie gehört. Das ist ein fränkischer Ausdruck, muss ich passen. Zwirnrolle. Nee. Zirnralala. Irgendein Faden, vielleicht ein Faden, der verwirrt ist, oder? Oh, das sagt mir nichts. Beim Abfragen von dialektalen Begriffen für das fränkische Wörterbuch wurden oft Bilder gezeigt und nach dem Mundartausdruck gefragt. Im Bogen 48 von 1973 wurde eine hölzerne Fadenspule abgebildet, wie man sie früher in jedem Haushalt hatte. Die Gewährsleute notierten unterschiedliche Antworten. Fohnspule, also Fadenspule, oder Zwirnspule, also Zwirnspule, aber auch Fohnrollen, Zwirnsrollen, Zwirnsröller und Zwirnsröllala. Zwirnsröllala ist eine Verkleinerung von Zwirnsrolle. Zwirn ist ein anderes Wort für Faden. Zwirn stammt vom Zahlwort 2 ab. Ein Zwirn ist eigentlich ein Faden, der aus zwei Einzelfäden gedreht wurde und deswegen heißt das so. Also ein Krampf? Also so, sag ich mal. Krampf? Noch nie gehört. Krampf ist ein Mist. Das ist Unsinn. Das ist ein Krampf. Was Blödes. Ein Krampf kenne ich. Das ist ein Quatsch machen. Man macht Krampf. Kein Affen machen, sagt man vielleicht auch dafür. Fränkisch Krampf, Krämpfe, bezeichnet neben Spasmen, also dem unwillkürlichen Zusammenziehen von Muskeln, auch noch etwas anderes. Krämpf bezeichnet Unsinn, Unfug. Die Gemeinsamkeit von Muskelzuckungen und Unfug ist, dass beide nicht zielführend sind, dass nichts Gutes daraus entsteht. Zum Beispiel sagt man in Haslach, das sind Krämpf
wenn jemand Unsinn macht. In Heilsbronn heißt es, jetzt macht er wieder Krämpf. Oder mir bittet flehentlich, mach doch keinen so einen Krampf. Globern, das war doch das mit dem so an die Wand werfen, wer am nächsten rankommt oder so. Nee. Oh Gott, ich weiß es auch nicht. Globern, das kann glotzig sein oder unförmig, sag ich mal. Nee. Vielleicht, oh, Globern, völlig verloren. Die Globern sagen mir auch nichts. Der hat Trümmer Globern, schrieb eine Person aus Harlach im Landkreis Roth in einen Fragebogen des Fränkischen Wörterbuchs und fügte hinzu, das bedeutet, der hat große Hände. Globern ist eine Variante des Wortes Klaue. Als Klauen bezeichnet man eigentlich die verhornten Zehen von Paarhufern oder die Krallen von Raubvögeln. Globern als derbe Bezeichnung sowohl für die Hände als auch die Finger findet man in den Wörterbüchern aus Bamberg, Fürth und Nürnberg. Do dei Globern weg, schreibt Herbert Maas im Nürnberger Wörterbuch. Die von Globern ist bereits im Mittelhochdeutschen, also dem Deutsch des 12. bis 15. Jahrhunderts, belegt und hat sich so in einigen Dialekten Frankens erhalten.